Freundus! Los geht's! Ja, erstmal tut's mir leid, dass die Channel-Jungs heute ein bisschen verspätet kommen. Aber ich hatte zu tun. Ja, ich hatte für euch was ausgetestet. Das steht nicht mal auf diesem Zettel hier drauf, ja gut, eigentlich halbwegs. Ja, die Channel-News von dieser Woche. Ihr dürft, bevor ihr jetzt abschaltet, ihr dürft mal wieder was in die Kommentare schreiben. Und zwar ist nämlich im Moment ja das Sonntagsformat Strolli sucht den YouTube-Star. Ne? Kennt ihr ja alle. Denkt schon mal. Wenn das Projekt vorbei ist, also sprich am 18. August, ich habe gleich einen Kalender, deshalb guckt schon mal wieder hin, dann ist es halt vorbei. Ja, am 25. kommt da nichts und dann am natürlich wieder davor, verdammt. Auf jeden Fall am ach hier steht. Nee, halt. Ich weiß nicht, erst okay. Auf jeden Fall am ersten Sonntag im September geht's dann los. Denn wie ihr seht, der September hat wieder 5 Sonntage, endlich, und ihr wisst, was das heißt. Es kommt mal wieder eine Top bzw. Flop 5. Diesmal sogar beides, Top und Flop 5. Wie schmeckt's Gerichte? Deshalb dürft ihr, wenn ihr denn wie schmeckt's gesehen habt, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann guckt's euch an. 2 Staffeln gibt's. dann dürft ihr jetzt in die Kommentare schreiben, welches euer Hass oder halt euer Lieblings, eure Lieblingskombination war. Es ist ja zu vergleichen mit diesen ganzen Videos, die Crispy Wop und Dima immer machen oder andere haben es auch schon gemacht, ja. Eklige Essenskombination, ja. Ich war der Erste. Ich war noch einer der Ersten, der das gemacht hat. Ja, kann keiner von euch mir erzählen, ich hätte das geklaut. Ich habe da ein Video gesehen. Eins. So, ja, okay. Also. Denn, ja, Top Flop 5. Das heißt, wenn ihr da abgestimmt habt, dann muss ich das wieder probieren. Egal, ob es gut oder schlecht ist. Oder nicht. Okay. Und ihr werdet sogar im Video gegrüßt. Na, da weiß ich noch nicht, aber ich guck mal. Auf jeden Fall dürft ihr gerne euer Hass und euer Lieblingsgericht oder Kombination aus wie schmeckt's hier unten in die Kommentare schreiben. Das hilft mir sehr, sehr weiter. Und ihr bekommt natürlich noch ein bisschen Fame. Also macht mit. Okay, dann starten wir eigentlich mit den normalen Channel-News. Ihr seht, es ist mal wieder eine andere Position. Ich habe mich hier ein bisschen umgestellt, aber das seht ihr alles im 10-Jahres-Special, wollte ich gerade schon sagen. Nee, im 5-Jahres-Special. Am 10. August um 10 Uhr. Ja, genau. So, wir starten direkt mal mit dem ersten, was ich hier auf dem Zettel stehen habe. Und zwar habt ihr es gesehen, heute Morgen um 4 Uhr. Ja, um 4 Uhr heute Morgen in der Früh ist ein neues Projekt gestartet. Beziehungsweise ein altes Projekt, was pausiert wurde, beziehungsweise beendet wurde, wurde weitergeführt. Das Comeback des Jahres hieß das, ja. Das Comeback. Banjo-Tooie. Ja, nicht die Xbox Live Arcade Edition oder sonst irgendwas, sondern ganz normal das, was wir im Dezember, nee, was wir im Oktober 2018 begonnen haben, im Dezember mit 8 Parts beendet haben, geht es heute bei Obstsalat, bin ganz gut, geht es heute weiter. Das bleibt jetzt auch erstmal so, dass das um 4 Uhr kommt, ja, da kann ich gerne beschweren, dass es den Tag noch keine Folge gab, ja. also jeden Tag um 4 Uhr tatsächlich. So, dann King's Quest, da habe ich ja in der letzten Folge, ja, in den letzten Channel News erzählt, dass bis zu Kapitel 4 bzw. bis zu Kapitel 5 jeden Tag 2 Videos kommen. Außer wenn ein Kapitel zu Ende ist, kommt halt nur eins. Ich habe King's Quest fertig aufgenommen, letzte Woche schon, und da habe ich natürlich auch schon voraus geplant, wann die Folgen kommen. Und die letzte Folge, die kommt exakt auch am 10. August. Super, ne? Ups, da fällt mir der Zettel ab. Fällt mir schon fast der Zettel aus dem Knick. Das ist nicht gut. Richtig fein. Pack das Wahlkind ein. So, dann möchte ich noch sagen, das habe ich hier gar nicht draufstehen, aber ich gehe mal ein bisschen zurück. Ich habe das Gefühl, ich bin viel zu nah da dran. Bald kommt mal wieder ein Comedy-Video. Was genau, weiß ich noch nicht. Es kann sein, dass es Ananas-Kopf ist. Das ist
eigentlich noch am unwahrscheinlichsten. Es kann sein, dass es Zerolation ist, kann aber auch sein, dass es mal wieder einfach nur so ein kleines Mr. Azell-Video ist. Aber ich habe auch schon eine ganz neue Figur geplant. Ja? Und ich glaube, sowas hat man noch nirgendwo. Okay, doch, hat man schon mal gesehen, aber in der Form noch nicht. Ich sag schon mal, Kind, wie heißt du denn? Die Sprache, die ist noch ein bisschen weh. Darüber kann ich schon keine weiteren Informationen geben. Wann das kommt, weiß ich nicht. Vielleicht sogar am Freitag. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. So, dann am 4. August, am Sonntag, kommt das Viertelfinale von Stronys YouTube-Star. Ist das so schwer? Am vergangenen Sonntag hatten wir die Entscheidung, ja. Vier Personen kamen nur ins Viertelfinale, ja. Und ich hoffe, dass es die Figuren auch wissen. Die Figuren, sag ich schon, die Personen auch wissen. Wobei ich mir da bei einem nicht so ganz sicher bin, weil das hatte ich schon öfter, dass beispielsweise auch bei der Verlosung, ja, bei den Adventsvideos 2018, da hat jemand gewonnen, ich weiß leider nicht mehr, wie der hieß. Der hat nämlich Resident Evil Revelations 2 gewonnen, genau. Und ja, dann wollte ich dem das eigentlich zuschicken, aber er hat mir nichts geschrieben. Er hat nicht zurückgeschrieben, als ich ihm geschrieben habe, dass er gewonnen hat. Dann habe ich nicht weiter verlost. Ich hab das sogar immer noch eingepackt. Na, obwohl ich glaube, ich habe es langsam mal wieder. Ich habe es nicht mehr eingepackt. Vielleicht verlose ich es ja wieder. So, dann. Ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt. Vor allem Banjo-Tooie. Was ist da passiert? Warum kommt das jetzt auf einfach wieder? Das liegt einerseits daran, dass ich einfach mal wieder Bock hatte auf das Game. Andererseits aber, dass ich das an meinem PC aufgenommen habe. Mit OBS. Und ihr habt, wenn ihr meine Strolli so den YouTube-Star-Videos geguckt habt, da habe ich nämlich gesagt, dass ich muss mal zurücklegen. Oh, okay. Da habe ich nämlich gesagt, dass es an meinem PC überhaupt nicht mehr geht, weil der ist komplett im Eimer. Deshalb muss ich immer an einen anderen PC. Dort ging's, aber da kann ich ja normalerweise nicht immer mit aufnehmen. Ne? Geht ja nicht. Und deshalb habe ich jetzt in den letzten Tagen einfach mal ein bisschen meinen PC durchwühlt, habe den mal wieder so ein bisschen aufgeräumt, so ein paar Dateien gelöscht, die ich noch nie verwendet habe oder nicht mehr brauche oder was weiß ich. Oder irgendwelche Junk-Dateien, habe mein Antivirenprogramm 100-mal durchlaufen lassen. Dann irgendwie so ein anderes Cleaner-Programm. Habe ich auch noch 100-mal durchlaufen lassen. Ja, das nützt eigentlich gar nichts. Deshalb habe ich mal in den Einstellungen der Software geguckt, die nicht richtig funktionieren. Habe dann mir so ein paar Tutorials auch mal angeschaut für bessere Grafik oder was auch immer. Die besten Einstellungen, was weiß ich. Und tatsächlich muss ich sagen, eines muss ich selbst einstellen, anderes habe ich mir von den Videos einfach abgeguckt. Ich bin mit ein paar Softwares schon mal so zufrieden. Ja, noch nicht voll zufrieden, aber zufrieden. Mir fällt gerade auf, ich habe gerade meine Softbox gar nicht angeschaltet. Die ist nämlich gerade aus. Fällt mir gerade auf, weil ich sehe das gerade hier, dass ich hier zu so dunkel bin und hier Licht von hell ist. Licht von hell, genau. Licht von der Hölle. Ja, also ich habe mal so ein bisschen aufgeräumt. Ja, so OBS, Project 64 natürlich auch. Und ich habe so einen neuen Emulator gefunden, ja, für 3DS-Titel. Natürlich, mit meinem PC geht es nicht. Und ich muss mir dringend einen anderen PC kaufen. So, und das war es auch eigentlich schon. Mehr habe ich eigentlich gar nicht hier drauf stehen. Ja, also dann erstmal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich glaube, das hier war ein etwas längerer Channel News. Das waren auf jeden Fall die Channel News vom 31.07.2019, vom Mittwoch. Das war der Scholli mit den UPC News. Schwerer Name, UPC News. Bis zum nächsten Mal. Das machen wir nicht richtig. Das war der Trolli mit den UPC News. Das war der Trolli mit den UPC. Mit den UPC News. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann rein. Und ciao. Ah, jetzt hab ich's, aber jetzt hab ich euch umgebracht.